Bei der Auswahl der Stücken für dieses Album ging es um zwei Grundideen. Die erste war natürlich etwas, um den Komponisten Edison Denisow zu machen, der auch mein Großvater war. Es gab eine sehr frühe Verbindung in Frankreich. Es wurden sehr viele Werke von ihm in Frankreich uraufgeführt. Und er hat auch beim IRCAM in Paris, Pierre Boulez hat ihn immer wieder eingeladen. Die haben da auch zusammengearbeitet. Und daher ist auch meine persönliche Verbindung zu Frankreich entstanden. Deswegen ist eigentlich meine Familie nach Frankreich ausgewandert. Und deswegen gibt es dann diese zweite Achse in dieser CD, die sich eben auf diese französisch-russische Traditionen des 20. Jahrhunderts bezieht. Und erstens ist das komplette Repertoire für Klavier und Violine von Denisow auf der CD drauf. Und nicht nur die Stücke, die publiziert sind, sondern auch Manuskripte, die mein Großvater offensichtlich auch versteckt hat in einigen Fällen, weil zum Beispiel von der Sonatine wusste weder meine Großmutter noch seine zweite Frau etwas. Wir haben eigentlich quasi auch Stücke rausgeholt, die vielleicht nicht dafür bestimmt waren, aufgenommen und überhaupt aufgeführt zu werden. Außer dem Repertoire von Denisow haben wir Stücke, die ihn beeinflusst haben. Erstens natürlich durch Schostakowitsch, der überhaupt Denisow dazu gebracht hat, Komponist zu werden. Zweitens auch durch Prokofjew, weil um die Zeit, wo er die Sonate komponiert hat für Violine und Klavier, hat sich Denisow sehr viel mit der Musik von Prokofjew auseinandergesetzt. Ich habe sehr wenige persönliche Erinnerungen an meinen Großvater, weil er sehr früh verstorben ist. Da war ich nur 4 Jahre alt und wir haben damals über Musik sowieso nicht viel geredet. Dadurch sind die persönlichen Erinnerungen beschränkt, aber ich fühle mich zu ihm sehr verbunden durch seine Musik. Und deswegen versuche ich auch immer mehr und mehr seine Werke zu spielen und auch zu dirigieren. Meine Mutter erzählt, dass, als ich ein Kind war, haben wir sehr viel Musik überhaupt gehört und auch Musik von Denisow. Und dass ich immer sofort erkannt habe, wenn es seine Musiksprache war. Auch wenn es Stücke waren, die ich nicht gekannt habe, habe ich die Tonsprache immer erkannt. Habe ich dann immer zum Radio geschaut und gesagt, Det, das heißt Oper auf Russisch. Also was wirklich für die kompositorische Qualität von Denisow spricht, ist die Vielfalt in seiner Stilistik. Also wir haben zum einen die Violinsonate, die wirklich geprägt ist von Rhythmik, von schnellen Wechseln, von dynamischen Unterschieden. Dann die kleine Sonatine, die ja wie ein kleines Kinderstück daherkommt und vielleicht auch als kleines Kinderstück gedacht war. Eine kleine Miniatur sozusagen. Und die drei Konzertstücke, diese Konzertstücke zum Beispiel, haben eine ganz andere Wirkung. Sie sind mehr ja, solistisch orientiert und haben schöne Melodien und erinnern fast an Filmmusik. Da auf der CD sehr viele Stücke sind, die niemals aufgenommen wurden und überhaupt aufgeführt worden sind, sind wir sehr gespannt, wie die Zuhörer diese Stücke erleben und aufnehmen werden. Ja, und die anderen Stücke, die bekannt sind, wie zum Beispiel die Sonate von Prokofjew, werden natürlich im Kontext mit Denisow in einem ganz neuen Licht erscheinen.